Dutzende Flüge starten von Frankfurt jeden Tag in die USA. Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung zufolge kontrollieren Beamte des amerikanischen Heimatschutzes, der Homeland Security, die Passagierlisten der Flüge. Ist eine Person den US-Beamten verdächtig oder steht sie auf einer No-Fly-List, üben die Amerikaner Druck auf die Fluggesellschaft aus, diese nicht mitzunehmen. So verhindern sie eine Einreise in die USA bereits von deutschem Boden aus. Und noch mehr. Durch die Recherchen haben wir gesehen, dass es sogar Festnahmen in den Frankfurter Flughafen gibt. Und da sind tätig also Angehörige der Secret Service, also und auch von Angehörigen der Heimatschutzministerium, also dieser Homeland Security Ministerium. Versteckt im Gebäude des Frankfurter Flughafens hat eine Untereinheit der Homeland Security sogar ein eigenes Büro. Und auch am Hamburger Hafen ist die Heimatschutzbehörde vertreten. Sie soll dem deutschen Zoll regelmäßig Hinweise auf verdächtige Container geben, in denen sie Waffen für Terrorangriffe vermutet. Daraufhin werden diese von deutschen Zollbeamten kontrolliert. Die Arbeit der Homeland Security in Deutschland, eine rechtliche Grauzone. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bundesregierung solche Maßnahmen tatsächlich zugelassen hat. Wenn solche Dinge stattgefunden haben, dann würde ich eigentlich darauf vertrauen, dass die Bundesrepublik hier ihre Rechte wahrt. Und ihre Rechte zu wahren heißt, den Amerikanern deutlich zu machen, dass das eine Verletzung unserer territorialen Integrität ist. Die Bundesregierung bestätigt die Arbeit der US-Behörden in Deutschland. Sie vertraue aber darauf, dass die amerikanischen Partner keine hoheitlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Festnahmen, durchführen. Das kann so nicht weitergehen. Und wir müssen die Bundesregierung auffordern, dass sie auch gegenüber den USA auf gleicher Augenhöhe verhandelt und nicht nur devot mal eine sanfte Nachfrage macht, die dann doch nicht beantwortet wird. Die Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung geben Aufschluss darüber, dass amerikanische Behörden ihre Freiräume überall in Deutschland oft weitreichender interpretieren als bekannt. Wir haben auch rausgekriegt, dass auf die CIA-Logistikzentrale in Frankfurt von dort aus würde der Geheimgefängnissystem der USA in Osteuropa geplant, organisiert. Der CIA-Sitz in Frankfurt soll sogar die größte Logistikzentrale des Geheimdienstes außerhalb der USA beherbergen.